Guten Morgen. Fällt es euch auch manchmal schwer, euch zu konzentrieren und auf eure Aufgaben zu fokussieren? Egal, ob ihr jetzt allein im Homeoffice oder im Büro seid? Mir geht es manchmal so und eine Methode, die ich nutze und die mir dabei hilft, habe ich euch heute mitgebracht. Das ist die Pomodoro-Technik. Die hat weniger was mit dieser schmackhaften Tomate zu tun, als vielmehr mit Küchenbäckern, die es oftmals in dieser Form gibt. Die Pomodoro-Technik besteht aus 5 einfachen Aufgaben bzw. 5 Schritten, die ich euch jetzt kurz vorstelle. Nummer 1. Formuliere deine Aufgabe schriftlich. Sei dabei so konkret wie möglich, dass du die Aufgabe später ganz in Ruhe abarbeiten kannst. Nummer 2. Stell deinen Küchenwecker, deinen Timetimer oder was immer du hast auf 25 Minuten. Nutze diese 25 Minuten, um konzentriert an der vorher formulierten Aufgabe zu arbeiten. Lass dich, wenn möglich, nicht ablenken und konzentriere dich einfach auf das, was du zu tun hast. Nummer 4. 25 Minuten sind um, der Wecker klingelt und du hast dir eine Pause verdient. Mach 5 Minuten Pause, steh am besten mal vom Arbeitsplatz auf und denk einfach an was anderes. Nummer 5. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Das Ganze fängt wieder von vorne an. Entweder mit der Aufgabe, an der du eben schon gearbeitet hast, wenn die noch nicht abgeschlossen ist, oder mit der nächsten Aufgabe. Wichtig, mach wirklich nicht mehr als 4 Runden hintereinander, denn dann kannst du dir wirklich mal eine große Pause gönnen. So, ich hoffe, dieser kleine Tipp kann euch etwas helfen. Bei mir ist es so und ich mache jetzt erstmal ein Kaffeepäuschen. Tschüss!